Willkommen zurück zu Final Fantasy 8. Ja, und ich habe noch mal ein paar Mal mit dem hier drüben gespielt, aber der hat keine besondere Karte jetzt irgendwie zu erkennen gegeben. Also ich habe dreimal gegen den noch mal gespielt und naja, dann habe ich gesagt, ach, na gut. Squall, das, was Sie gesagt haben, regt mich so auf. Was? Wieso? Naja, kann ich auch nichts ändern. Wir sind eben nicht überall willkommen. Dann komm mal. So. Ui, was jetzt? Galbanische Truppen! Was ist hier los? Die Stadt überfallen! Wartet! Ach, die Frau? Die Galbanier haben es doch auf euch abgesehen. Ja, vielleicht. Ihr seid dafür verantwortlich. Wir würden ja schon kämpfen, aber sie könnte das etwas freundlicher sagen. Flo, du darfst nicht erwarten. Außer kämpfen können sie ja nichts. Das kann man auch freundlicher sagen. Ja, geh mal mit deinem Reden. Man kann alles bereden. Das glaubst du selber nicht. Wenn das bloß so wäre. Genau. Denn meistens ist es nicht so. Wir gehen nochmal hier gucken. Speichern auch nochmal. Oh, hier, guck mal, hier gibt es wieder Regina. Für den Erwein. Bitteschön. Speichern hier aber diesmal ab. Ein bisschen. So, gekoppelt hatte ich ja schon. Ja, nehme ich mal hier den. So, dann wollen wir doch mal schauen. Galbadia, die lassen niemals mit sich reden. Das sind einfach nur Soldaten, die ihren Befehl haben. Die werden ihren Befehl ausführen und nichts anderes. Da haben wir wieder Lohn gekriegt. Ja, ich brauche wieder Kohle ein bisschen. Die letzte war so schnell alle. Wir müssen etwas unternehmen. Wenn die Galbanier es nur auf den Garten abgesehen haben, hat der Alte nichts zu befürchten. Worüber reden Sie gerade? Wie oft muss ich das noch sagen? In dieser Stadt gibt es kein Mädchen, das Elion heißt. Elion? Ach, die suchen Elion. Wir werden dann die Stadt abfackeln. Wirklich? Wir kennen keine Elion. Ach so, der wollte sagen, wirklich, wir kennen keine Elion. Wie auch immer, die Stadt wird niedergebrannt. Befehl von Edea. Bitte nicht. Willst du als Erster sterben? Komm her, du Schuft. Guck an, was für Kraft ich hab. Soll ich langsam, ja, einschreiten? Bevor er den noch, ne, keine Luft mehr kriegt oder so. Na klar, Squall. Auf geht's, Leute. So ein Penner. Wer seid ihr? Wir sind die Seeds. Hey, hier sind Seeds. Holt das Eisenkrat. Was für ein Ding? Es tut uns leid, aber wir kennen leider keine andere Methode. Squall! Ja, erstmal so ein paar Soldaten weghauen. Da könnte ich euch eigentlich ja. Oh, guck mal, ich habe jetzt ein schwarzes Schwert. Wer hat denn hier. Nee, greif du mal normal an. Ich wollte euch mal hier den Levitan zeigen. Jawohl! Der Irvine, der macht ja auch richtig derbe Schaden, ey. Na, hier. Hab bei Rinoa gar nicht aufgepasst. Naja, sie ist eben Sinnflut!
Damit wir den auch mal gesehen haben. Ich glaube, der hat hier irgendwie so erst so einen Berg aufgebaut, ne? Damit. Ja, werden wir sehen. Werden wir sehen. Ich weiß nicht mehr genau. Ja, genau. Genau. Wusste ich doch. Damit auch das Wasser schön kräftig Anlauf nehmen kann. Und ich glaube, die sind weg. Ja, weg. Ah, jetzt konnte ich gar nicht gucken, aber kommt bestimmt gleich noch ein Gegner. Den ich, deswegen habe ich ja Blitz auf die Waffen gelegt. Irgendwas kommt auf uns zu. Oder eben. Schaut mal. Na Moment mal. Der sieht aber gar nicht, der sieht ja gar nicht heile aus. Ist das etwa das Ding, was wir in der Raketenstation schon bekämpft hatten? Oh, wie wackelig der ist. Ist das eine Geheimwaffe? Im Schnelldurchlauf erledigen. Ach, da können wir einfach aufschwarten. Bam. Jawohl, über 4000. Ihr habt ja. Oh, noch mal rauf. Ich glaube, dann war es das schon. Ja. Oh, irgendwas hat er geklaut. Adamant, irgendwas mit Adamant. Gucken wir dann gleich mal. So, was geben die? 20? Jawohl. Levitan anfeuern. Das war jetzt Verschwendung eigentlich. Da müssen wir dann auch gleich mal gucken, was der als nächstes lernen soll. Ach, guck mal einer an. Dann haben sie, sind sie da reingeklettert und haben das überlebt deswegen. Aha. Squall! Sie sind alle wohlauf, ein Glück. Willkommen zurück, Selvi. Sel, Quest, gut, dass ihr es geschafft habt. Squall, ist der Garten okay? Es gab zwar einige Zwischenfälle, aber den Garten ist nichts passiert. Juhu! Wie kommt ihr eigentlich hierher? Squall, lass uns das auf später verschieben. Stimmt, auch wieder. Rinoa, Ivan, Erwin, geht mit Selvi und zum Garten. Ich werde mich hier noch etwas umschauen. Aber wir haben doch hier alles schon. Rinoa. Du sagtest doch eben, gut, dass ihr es geschafft habt. Ja und? Das passt gar nicht zu dir, aber ich finde das nett. Das ist, weil ich die Verantwortung trage, weil ich das wirklich gedacht habe. Ja, weil ich das wirklich gedacht habe. Mir war eben danach. Was dagegen? So meinte ich das nicht. Du warst doch um deine Freunde besorgt, oder? So kann man es auch sehen. Squall, hättest du das auch, ob ich das auch gesagt hätte, wenn du dabei gewesen wärst? Das weiß ich nicht. Du warst ja nicht dort. Oh, woher wusstest du, was ich fragen wollte? War ja unschwer zu erraten. Das macht mich wieder glücklich. Oh ja, jetzt übertreib nicht. Naja, bis dann, Squall. Ja, bis denne. So, ja, was ist hier mit Reden nun? Ihr habt mir das Leben gerettet. Was ist, war es Ihnen unangenehm? Das habe ich nicht gesagt, aber ich sage auch nicht Danke. Wir wollen keinen Dank, nur was? Was will ich überhaupt? Dass er uns versteht?
Vergiss es, das bringt nichts. Dass sie uns verstehen. Wir sind kein Haufen von blutrünstigen Killern. Aha. Ich hasse solche Gespräche. Was sage ich ihm? Ich lasse es doch lieber. Ich versuch's einfach. Ich weiß nicht, wie ich es sagen soll, aber wenn wir durch Gespräche alle Probleme lösen könnten, wären wir die Letzten, die was dagegen hätten. Aber man braucht sehr viel Zeit, um den anderen zu überzeugen. Erst recht, wenn sich der Gegner dagegen sträubt. Mit solchen Leuten Gespräche zu führen, erfordert sehr viel Zeit und Energie. Daher, damit Menschen wie Sie Gespräche führen können, sind auch Menschen wie wir notwendig. Es gibt viele Menschen, die für Sie kämpfen. Denken Sie immer daran. Das war ja mal schön gesagt, Zwoll. Also, darauf sagt er gar nichts mehr. Ja, jetzt ist er pappensatt. So, umschauen. Umschauen? Aber hier ist doch gar nichts mehr. Oder soll ich vielleicht nochmal da in den Laden gehen? Weil ich erinnere mich irgendwas, dass ich hier mit dem Laden noch irgendwas gewesen ist. Aber... Ach so, ich wollte ja erstmal gucken, was wir hier gekriegt haben. Das hier. Gibt einer GF die Ability 8 Körper 60? Aha. Ja, könnt ihr dann nur, aber ich brauche das jetzt nicht für irgendeine Waffe oder so, ne? Ah, ist das immer schwer. Ich könnte es jetzt ihm hier geben. Ich lasse es erstmal. Ordnen. März, April. Das Waffenheft Mai fehlt da auch, ne? Ja. So, was war noch gewesen? Ich wollte gucken. Er hatte ja jetzt hier das ausgelernt. Kann er als nächstes mal einen Hilfswander? Ja, weil das brauchte bloß 10 und wir haben 20 gekriegt. Daher war es eine reine Verschwendung. Ja, Magie K vielleicht. Ich weiß jetzt aber nicht, was der Hilfswander erzeugt. Support Zauber aus Items. Ach so, ja, das ist jetzt nicht so wichtig. Ne, dann mach mal erstmal hier Magika. Der hatte jetzt aber keinen Körper. Geist hat er 20. Körper hat er nicht. Ja, lassen wir erstmal. Das können wir später immer nochmal gucken. So, hier kannst du mal einmal... Na gut, will er nicht. Ich muss ja endlich mal diesen Zauber loswerden. Hat er jetzt eigentlich... Ultima hat er jetzt nirgendwo reingelegt, ne? Nee. Ah ja, hier Körper. Hab ich noch gar nicht mit ihm. Ach, wisst ihr was? Dann packe ich das doch da rein. Ach nee, das ist doch... nee, das ist ja hier zum Ausrüsten dann. Ach man. So, hast du noch was zu sagen? Gute Arbeit, das hat Spaß gemacht. Ich werde später die Teile aufsammeln. Okay, er will die Teile aufsammeln. Na gut, dann gehen wir, müssen wir glaube ich erstmal geh jetzt raus hier in unseren Garten. Die Sachen, ja, das hast du schon mal gesagt. Lass mich in Ruhe. Ja, ich glaube, wir müssen zu unserem Garten. Ich frage mich gerade, ob dieser Ultima... Nee, der lädt sie nicht nochmal auf. Ich denke mal, es war ein einmaliger. So, wir können hier nochmal schnell speichern. Könnten zwar im Garten dann auch speichern, aber ach, was soll's. Wir machen es mal eben. Auf die 7.
So. Ja, alle wieder vereint. Finde ich super. Ich überlege gerade da unten, ob ich da noch irgendwas... Ne, die Ultima habe ich gefunden. Ich dachte eigentlich, dass der eine Typ, der Donner, da, dass der irgendeine besondere Karte gehabt hätte. Ich weiß es nicht. Ihr könnt ja mal in den Comments schreiben, ob ich da vielleicht mehr, noch mehr mit dem spielen hätte sollen. Nur wie gesagt, ist ja kein 100% dran. Ich will zwar versuchen, so viele Karten wie möglich zu bekommen, weil man kann ja auch viele Karten umwandeln in richtig gute Items, die man braucht. Und von daher könnten wir eigentlich mal gucken. Ich müsste bestimmt schon wieder ein paar Doppelte haben, oder? Ability, Kartenwandler. Hier zum Beispiel, was kriege ich hier raus? Wasserkristalle. Aus 5. Ja. Hier haben wir noch was. Das kann man immer so zwischendurch mal machen. Ah ja. Ich will jetzt allerdings auch keine Karte hier verschwenden. Hier könnten wir noch mal ein paar Kugeln herstellen. Aus dem könnten wir noch mal Munition. Ja, sonst geht hier nichts. Herr Shumi. Zockerseele. Aus 5, aber dann wäre die Karte weg. Na naja, gut, die kriegen wir vielleicht noch mal. Ich könnte wetten, die ist wichtig, die Zockerseele. Oh, Hollysteine. Da könnte man... Holly war auch ein Zauber, das weiß ich noch. Aber ich will jetzt nicht so viele Karten hier. Ich habe jetzt diesen... Den werden wir bestimmt noch mal wieder kriegen. Na gut. So, mehr wollte ich hier jetzt erst gar nicht gucken. Was die Items dann machen, können wir ja später dann gucken. Der Irvine, was will er denn? Director Sid hat das Okay-Zeichen gegeben. Die Reparaturtrupp ist jetzt im Garten. Verstanden. Ach ja. Was ist? Ich, die Leute von FH sind doch alle hochqualifiziert. Ich habe etwas, was ich repariert haben möchte. Ob es in Ordnung ist, wenn ich die mal frage? Hm. Wenn die Arbeiten am Garten nicht in Verzug geraten, warum nicht? Aber übertreib's nicht, okay? Na klar, mache ich natürlich. Ich meine, natürlich nicht. Okay, der Irvine, der ist jetzt... da hatte ich damals auch überlegt, soll ich jetzt... weil er irgendwas repariert haben will, soll ich jetzt etwa... Ach, das könnte das sein. Dass wir dann später nochmal da in den Laden da ganz hinten... Der sagte doch, der sammelt die Teile von dem Ehending da auf. Das könnte sein. So, von dem Angler da am Kran... Da hatten wir uns, haben wir ja schon bekommen, das Okkultheft 3. Ich denke mal, da brauchen wir nicht nochmal hin. Moment mal, gehe ich hier gerade hin? Nee, Moment mal, jetzt gehe ich doch gerade zu dem... Wieso bin ich denn jetzt hier runtergegangen? Wollte ich doch gar nicht. Wieder nach oben. Ich sag gerade noch, bei dem waren wir ja schon. So. Nee, wir wollen hier lang. Hä? Wieso folgst du mir? Selfie ist etwas betrübt. Du bist der Anführer. Es ist doch deine Aufgabe, sie aufzumuntern. Aber du magst ja solche Geschichten nicht. Ich dachte mir nur, ob ich da nicht nachhelfen kann. Wo ist Selfie? An der Bühne für das Sommerfest. Okay, na los, dann lass uns mal da gucken gehen.
Ah, wahrscheinlich ist durch den Zusammensturz hier mit FH. Moment mal. Mit Reparaturen haben die also das gemeint. Dachtest du, die kommen mit Hammer und Schraubenzieher? Nein, natürlich nicht. Komm jetzt. Wenn es um so etwas geht, ist auf unseren Boss Verlass. Yay. Aber der hat sich auch schon geändert, wenn man mal bedenkt, am Anfang, ach so. Am Anfang war der Irvine ja so ein Weiberheld und so. Ein bisschen eingebildet. Mittlerweile ist er richtig cooler Typ geworden. So, wir müssen mal überlegen. Ach ja, ich muss Selfie, genau. Da gehen wir mal gucken, was ihr denn so bedrückt. So, aber seht ihr, dieser Speicherpunkt hier vorne, ne? Der war doch hier am Anfang. Aber der war dann irgendwann weg. So, geht denn das Ding hier eigentlich wieder? Ne, geht auch nicht. Na, gucken wir mal, wo der Schulhof ist. Aber ich glaube nicht auf der Seite. Gehe ich mal auf der anderen Seite. So, hier war Lazarett. War da schon der Schulhof? Schulhof, na ja klar, sind wir hier richtig. Ja, durch den Aufprall mit der Stadt oder so könnte sein, dass hier einiges kaputt gegangen ist. Denke ich mir mal. Oh ja, da ist nicht nur einiges kaputt gegangen, da ist alles kaputt gegangen. Och, Selfie. So ein Reinfall. Der Garten fliegt. Wir sind mit FH kollidiert. Kein Wunder. Ich hätte so gern die Band hier auftreten sehen. Ich hatte schon einige Musiker in An Aussicht. Ach, herrje. Sieht niedergeschlagen aus. Nee, aber da trösten wir mal. Wird schon werden. Danke, Squall. Dass du mich tröstest, ist ja ganz was Neues. Ich wirke wohl ziemlich trübselig. Ganz was Neues. Ich empfinde auch wie ein normaler Mensch. Nur gegen die meisten Dinge kannst du sowieso nichts unternehmen, oder? Es nervt mich tierisch, wenn ich mit Leuten reden muss, deshalb. Hey, du grübelst ja wieder, aber laut sagen tust du es nicht, gell? Na und? Wir reden gerade über dich, lass mich gefälligst aus dem Spiel. Ich bin ganz okay, keine Sorge, Squall. Irvine Kineas, ich überlasse sie dir. Yay! Hat er doch noch ein bisschen Hintergedanken? Squall, kommen Sie bitte ins Direktoriat. Was ist jetzt schon wieder? Nie hat man hier mal seine Ruhe. Es bringt ja nichts, sich hängen zu lassen. Genau, Selfie. Wir wollen Fun haben. Fun? Was denn? Was denn? Jetzt zeig's ihr. Fragen wir doch die Leute von FH, die gerade den Garten reparieren. Für die ist das doch ein Kinderspiel, die Bühne wieder flott zu machen. Meinst du, ob sie wohl ja sagen? Keine Sorge, ich werde dir helfen, die Leute zu überreden. Das heißt ja, die von dir produzierte Band wird es trotzdem geben.
Wow! Dann lass uns doch nach ein paar Musiker suchen. Das klappt ja. Das wird cool mit mir, mit ihr. Das wäre alles. Ach, der hat jetzt alles schon gesagt und ich verstehe. Selfie hatte es schon berichtet. Sie müssen es schwer gehabt haben. Selfie meinte, dass den Bericht in ihrem Tagebuch veröffentlichen will. Sie sollten einmal hineinschauen. Ach, ich guck doch nicht in anderen ihr Tagebuch. Übrigens, schien es das Ziel der Galbanier zu sein, Elyon zu finden. Offensichtlich auf Befehl der Hexe. Elyon besitzt die Kraft, die Gedanken eines Menschen in die Vergangenheit zu schicken. Ob sich die Hexe Edea diese Kraft einverleihen will? Oder gibt es andere Gründe? Nee, ich denke mal, das will die. Damit sie die Vergangenheit ändern kann, wahrscheinlich. Sie meinen, die galbanische Armee handelt auf Befehl Edeas und hat ihn, Elyon, gesucht? Sie hatten auch den Befehl, die Stadt niederzubrennen. Unabhängig davon, ob sie Elyon finden oder nicht. Sie wollten wohl die Stadt zerstören, um keine Zufluchtsstätte zu verbieten. Verstehe. Die Hexe-Idee wird diese Taktik weltweit anwenden, bis sie Elyon gefunden hat. Wir können nicht mehr länger warten. Das bedeutet Kampf mit der Hexe. Hier spricht Rektor Sid. Ich habe Ihnen etwas mitzuteilen. Ich habe Ihnen allen etwas sehr Wichtiges mitzuteilen. Die Antriebsaggregate des Gardens werden zurzeit repariert. Wenn die Reparaturen fertig sind, werden wir FH verlassen und uns auf eine Reise begeben. Aha. Squall hat Hunger. Steht an wegen Hotdog. Wir werden gegen die Hexe kämpfen. Der Garten wird uns als Stützpunkt dienen. Das Management wird weiterhin von mir und dem Team geführt. Uns steht ein Kampf bevor. Dazu brauchen wir einen fähigen Anführer. Ich, der Direktor, habe Squall zum Truppenführer ernannt. Yay, Beförderung. Ab sofort übernimmt Squall das Kommando über den Garten. Im Ernst? Ich wünsche uns allen viel Glück. Das ist nicht fair. Wer meine Entscheidung nicht gut heißt, soll sich direkt bei mir beschweren. Und was ist mit meiner Meinung? Der hat mich nie mal gefragt. Squall, es liegt jetzt alles an Ihnen. Oh mein Gott, das ist ihr Schicksal. Der Kampf mit der Hexe war schon immer ihre Bestimmung. Aber Direktor, das ist deine Frau. Tun Sie nicht so, als sei mein Leben schon vorausbestimmt gewesen. Mit der Hexe kämpfen ist okay, solange ich ein Seed bin, ist das ohnehin unumgänglich. Solange ich ein Seed bin, aus der Seed-Einheit austreten? Austreten und was dann? Was bleibt dann noch von mir? Ich will nicht mal daran denken. Kommt nicht in Frage. Er grübelt schon wieder. Ich muss tun, was der Rektor gesagt hat. Den Garten führen und die Hexe besiegen. Nicht die Kämpfe, was mir zu schaffen macht, sind die anderen. Ich muss so schnell wie möglich die Hexe beseitigen und das Ganze beenden. Die Hexe ist doch die Ehefrau vom Direktor Sid. Heißt das, wir sollen seine Frau beseitigen? Das ist ja...
Wie muss man sich fühlen, einen solchen Befehl zu geben? Hallo allerseits. Darf ich vorstellen, die Produzentin Zelfi. Danke. Da Squall nun Kommandanten befördert worden ist, möchte ich ihm als Zeichen der Freundschaft ein Musikstück schenken. Das wird ein Spaß. Und wer soll das Stück spielen? Schau dich doch mal um. Wo? Meinst du etwa uns? Ob das gut geht? Lass uns einfach probieren. Instrumente und Noten stehen bereit. 4 Leute bilden dann die Band. Wow, cool. Tut mir leid, aber du spielst nicht in der Band, Renoir. Was? Wollt ihr mich ausschließen? Nein, nein. Für dich habe ich eine besondere, wichtige Aufgabe, Renoir. Und was sollen wir jetzt tun? Wir können nicht einfach drauf losspielen. Darüber wollte ich mit euch sprechen. Ich habe diesen Posten angenommen, gleich nachdem ich die Schule gewechselt habe. Mein Vorgänger hatte Noten bereitgestellt, aber nach dem Chaos letztens sind die Blätter durcheinander gekommen. Das Stück besteht normal aus 4 Stimmen. Ich habe aber hier 8 Stimmen. Was heißt das? Aus den 8 müssen wir die 4 richtigen aussuchen. Dann müsste das Stück stimmen. Aber wenn wir die falschen Stimmen erwischen, haben wir einen Salat. Jeder nimmt ein Instrument und spielt seinen Part. Irvine wird dann die richtigen aussuchen. Dann fangen wir mal an. So Leute, aber hier, das machen wir erst beim nächsten Mal. Dann sage ich an der Stelle mal Tschüss, bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Final Fantasy 8. Und vielen Dank fürs Zuschauen. Ciao.